O Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes, der Gerechtigkeit strahlende Sonne. O komm und erleuchte die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Wissen wir nicht, liebe Freunde, jeder von uns, wo genau dieses Licht jetzt hin sollte? Sei es zu Freunden, sei es zu uns selber, sei es zu den Kranken, zu den Kriegsführenden. Überall erwarten wir, dass der Herr sein Licht dort in diese Dunkelheit der Herzen, der Untaten der Menschen hineinleuchten lässt. Und da merken wir, wie verrückt es auch ist, dass der Herr wirklich sich so klein macht, dass er in die Krippe als Kind, als Baby sich legt. Er kommt mit den Waffen des Lichtes und nicht mit den Waffen der Finsternis. Bitten wir also, dass wir wirklich geöffnet sind, dass der Herr zu Weihnachten bei uns kommen kann und er diesen Glanz des unversehrten Lichtes in uns wirklich strahlen lassen kann.